Willkommen zurück im Dschungel. Yoshi und Luigi begrüßen euch. Und ich natürlich. Aber ich glaube... Ja gut, keine Spur mehr von Yoshi, weil es ist ein Schloss. Und von der Logik her darf Yoshi nicht mehr in ein Schloss sein. Schon immer so gewesen irgendwie. Gut, jetzt haben wir interessante Gegner. Also ich meine, die hier einfach von der Seite rausgucken. Das hat was. So, und natürlich diese komischen Kugeln da hochhalten. Boah, ich brauche die Ranke nicht. Uah, du Arsch. Ja, so voll das große Dschungelschloss. Übrigens interessanter Hintergrund. Das war jetzt gemein. Aber dafür habe ich Ersatz. Moment, spielen wir, da ich da reingehe? Ne, wir es doch nicht. Ich dachte, da wäre Ende. Und ich dachte, da oben wäre was Geheimes. Aber von wegen, hier geht es noch lange weiter. Dahin. Ah, Ratte. Egal, das Cape bleibt. Komm raus. Die schießen komisch, weil die kommen ja von der Seite raus. Aber die schießen ja theoretisch so aus ihrem Kopf raus und nicht aus ihrem Mund. Ach, das... Oh, ich dachte, das wäre eine Ranke. Scheiße. Das ist jetzt gemein. Okay, da ist die Boss-Tür. Und ich krieg genau keine Power-Ups, weil mir der verfickte rote Switch fehlt. Okay. Ja, ich glaube nicht, dass ich das überleben werde, oder? Oh, Mann. Es sind überall Stacheln und manche. Ja, komm, fang an. Okay, doch, wir schaffen es. Yeah. Gut. War nicht easy, aber geschafft. Aber der rote Switch ist mir komplett entgangen, leider. Das fuckt mich doch ein bisschen ab. Ich glaube, der ist irgendwo in Welt 2. Ich habe nicht mal Lust, zurückzulaufen und zu gucken. Na, egal. Ich hol's irgendwann nach. Rolling Rock wins. Okay, Yoshi ist wieder da. Ich habe ihn schon echt so ein bisschen vergessen. Gut, weil ich habe keine Power-Ups. So, die Musik ist aus. Oh, aus welchem Spiel ist die denn? Mario Galaxy? Ich glaube schon. So, hier kommen immer so Steine her. Wow! Okay, tschüss, Yoshi. Fuck. Da wurde ich jetzt echt überführt. Oh, nee, ey. Okay, jetzt habe ich nichts mehr. Jetzt bin ich nur noch ein kleiner Mann. Jetzt habe ich wieder Items. Hier, weg damit. Jetzt kann ich schießen. Das werde ich auch nutzen. So, nicht darauf stellen. Ah, Vorsicht. Ich will mal durchrennen, aber... Okay, gehen wir vor oben lang, ganz ehrlich. Wäre immer besser zu warten teilweise. Aber so ein Kerl bin ich nicht. So. Ersatzblume. Geklärt. Die auch wegläuft, wie ein Pilz. Auch witzig. Yeah. Schnapp sie dir. Okay. Was ist das für ein Level? Das ist jetzt normales, aber so ein Wasserlevel anscheinend. Okay. Pushy Pipe Pond. Achso, direkt unter Wasser. Ja, hier kriege ich schon mal kein Item wegen roten Switch. Wie ich dafür immer fertig gemacht werde. Gut, aber wir haben ja eh schon genug Item-Arsenal hier. So, einfach hier lang, ducken, warten. Also theoretisch schwimmen wir in einem dreckigen Sumpf. Ich meine, der Hintergrund ist grün. Alles ist grün. Aber gut, wenn wir es können. Boah. Es ist nicht so einfach, die Steuerung zu begreifen in der Strömung, weil manchmal kann man da unten her, dann irgendwie wieder nicht. So, ganz flott mal hier lang. So. Ja, es hilft auf jeden Fall, dass ich hier mit Item schon mal reingegangen bin, weil ich hätte bis jetzt, glaube ich, gar keinen zu bekommen, ne? Kann man da rein? Ne, sah so aus irgendwie. Jetzt wäre es so eine Röhre, wo man rein kann. Ja, da warte ich lieber mal. Ich liebe es durchzurushen, aber das wäre jetzt zu gefährlich geworden. So, wow, gab es echt keine Items? Gab nicht mal ein Checkpoint, oder? War einfach ein Level, zieh durch. Entweder du packst es oder du hast Pech, aber ich hab's gepackt. Yeah, geile Sache. Ich glaube, dann bleibt nur noch ein Level übrig, nämlich das... Ne, zwei Levels. Oh Mann, das hat schon viel Inhalt, diese Welt.
Panzer Panic. Okay. Bombas. Wow. Fantastisch. Oh mein Gott. Fuck. Okay. Harte Gegner und ich habe jetzt keine Items mehr. Dass mein Feuerball über den Gumball rüber ist und er mich dann getroffen hat. Ey, ich könnte weinen gerade wegen dieser Nummer. So. Wenigstens kann ich ihn killen. Oh, da kriege ich Yoshi, oder? Yes. Okay, den werde ich auch sehr brauchen hier. Bitter benötigen. Und ein Pilz. Okay. Ich bin wieder von einem Mann, der nichts hatte, hinauf zu einem, der ein Haus hier hat und nicht mehr so ein kleiner Mann ist. Okay. Ja, diese Viecher sind ja an sich aus Super Mario Bros. 2. Aber die sind arschig. Okay, Hauptsache 100 mal treffen lassen. Ist scheißegal. Ah. Oh Gott, Alter. Ich kann ja kaum Yoshi behalten, Mann. Okay, fick dich, Alter. Jetzt wird dir gefressen. Auch du. Auch wenn ich einfach an ihn hätte vorbeigehen können. Er wird gefressen. So, ich kann unten lang. Oh, das P-Meter ist gefüllt. Okay, geschafft. Uah, harte Nummer, aber wir haben es hinter uns. Yeah. Ich frage mich, wie oft also Yoshi noch kommen wird in den anderen Welten. Ich meine, jetzt im Vergleich kam der jetzt schon dreimal in dieser Welt. So, aber jetzt haben wir erstmal ein Schloss vor uns. Roy Coopers Castle. Der vierte Koopa Kind. Das vierte Koopa Kind. So, ich weiß gar nicht, wie viele Welten es überhaupt gibt in diesem Spiel. Ich gehe mal von 8 aus, weil... Naja... In den meisten normalen Mario-Spielen es 8 Welten sind. Tja, und am Ende erwarten wir Mario und nicht mal Peach. Was für eine überraschende Wendung. Das sind echt große Steine hier. Also wenn ich jetzt nicht das Cape hätte, wäre es schon viel schwieriger, über die Sachen rüberzuspringen. Ah, shit. Okay, egal. Dafür haben wir auch ein zweites... Oh Mann, das war echt doof jetzt. So, Spin Jump sei Dank. Ah, ich habe nichts mehr, ey. Oh, ich habe wirklich nichts. Ich hasse es. Dieser verfickte rote Switch. Okay, dann zeig mir, was du kannst. Gut gemacht. Er hat mir gezeigt, was er konnte. So, wie ich es verlangt habe. Oh Mann, Alter. Ich muss den jetzt ohne Power-Up schaffen, den Kerl. Scheiße. Okay, ich kriege ja einen Pilz hier. Wenn ich schaffe, den bis zum Schluss zu behalten, dann ist auch alles gut. Na, hier muss ich warten. Da kann ich nicht einfach durchrennen. Bin ich hier sicher? Ja. Gut. Ich dachte gerade nicht, aber... Zum Glück doch. So, jetzt kommen wir mit einem Pilz hier rein. So, vielleicht versuche ich auch diesmal, ihn zu treffen. An sich ist er auch, glaube ich, gar nicht schwer. Guck, man kann ihn locker schaffen, ohne sich treffen zu lassen. Ich war nur... Ja. Hatte einfach Pech, glaube ich, kann man sagen. So, wir kriegen hier Milliarden Punkte, dadurch, dass wir hier ganz viel Zeit geschafft haben. Also ganz viel Zeit übrig haben. So. Wunderbar. Die Welt ist fertig. Bergwelt. Warum nicht? Okay, dann mal los. Hilltop Hammer Havoc. Sonic-Musik. Aus der Sonic-Bergwelt, aus Sonic 3. Ich mag das Lied. Im Original klingt das am Anfang immer so abgedorscht, aber ich weiß nicht, hier klingt das jetzt gar nicht so. Für dich. Er hat mich erwischt. Leider, leider. Boah, okay, das sind zu viele Hammerbrüder hier. Aber zum Glück schon mal die Mitte erreicht. Ja, es wird schon ein bisschen schwerer, das Spiel. Merkt ihr vielleicht, dass ich jetzt schon mal auch hin und wieder mal sterbe oder nicht meine Power-Ups behalte. Oder immer in irgendwelche Bullet-Bits reinrenne. Das sind jetzt echt viele von denen. Ich gehe mal von aus, der springt hoch, genau. Und dann kann ich unten lang. Das bietet sich einfach nur an, was ich gerade mache. So, das ist immer das Gute, wenn man so ein Item schafft, mit ins Ziel zu nehmen, dann kriegt man immer schon mal... Also, nicht ein Item, man kriegt halt ein Item, das ist ja... Ich vertausche gerade die Worte, wenn man schafft, so eine
Koopa-Schale mitzunehmen. So. Dadurch geht einfach mal dieser Hügel da runter zwischen den Levels hier. Und wir können hier weiter. Sumo Slam Forest hat einen Secret Exit übrigens. Also Augen aufhalten. Und die Musik ist aus Kirby. Und meine meistgasten Gegner aus Super Mario World sind auch hier. Nämlich die kleinen Maulwürfe. Also meistgasten Gegner aus wirklich Super Mario World, muss ich sagen. Natürlich jetzt nicht irgendwelche rein editierten Gegner, die es nur in Hex gibt, sondern die es auch im Originalspiel gibt. Okay, das war deine Chance und da kommt meine Chance zu töten. Da ist nix. Boah, vor allem, was hat denn das jetzt hier mit Bergwelt zu tun? Das ist jetzt einfach so ein Wald. Ich bin enttäuscht. Es ist nicht das da, was ich erhofft habe, zu finden. Ja, da kam ich ja gerade her. Wäre doof, jetzt wieder zurückzulaufen. So, was ist denn hier? Ist hier echt nur Geld? Okay, dann ist halt hier nur Geld. Nehme ich hier mal einen Koopa mit. Und zack. Da ist auch nix. Cool. Noch eine Feder. Kann man immer gut gebrauchen. Wow. Okay, Mr. Maulwurf. Hier, hier. Nein, das muss natürlich so eine goldene Röhre sein. Ich meine, das ist die einzige, die absteht, aber tatsächlich ist sie es nicht. Fuck. Ich dachte gerade, was für eine Frage. Natürlich ist das die Röhre, die jetzt hier Secret Exit hier macht. Nee, ist es aber nicht. Ich weiß aber nicht, warum sie anders gefärbt ist dann. So, alles töten. Alle töten. So. Ich hoffe, jetzt kommt nicht das Ziel, weil dann habe ich es verpasst. Irgendwie. Okay, der hat überlebt. Aber hier können ja auch ein paar potenzielle Gelegenheiten sein. Oh, Mann. Ich habe es echt verpasst. Krass. Krass, ich habe es nicht gefunden. Wer hätte das gedacht? Okay, dann muss ich wohl nochmal rein und... ja, gründlicher gucken. Keine Ahnung, ich habe ja schon gründlich geguckt an sich. Ich habe brav jede Röhre ausprobiert. Muss irgendwas anderes sein. Aber mit der goldenen... irgendwas war doch komisch damit. Warum ist sie goldfarbig? Ich meine, kann es irgendwo hier hinter sein oder so? Unter so einem Baumbalken? Ich weiß nicht. Ich meine, ich gucke mal jetzt immer, aber ich glaube mal nicht daran, dass es mit hinter so einem Baum hier ist. So, trotzdem gucke ich nochmal alle Röhren durch. Boah, scheiß mal auf. Ach ja, dass hier die Röhre stimmt. So, der Fisch ist tot. Es spawnt kein Schlüssel oder sowas. Oder war das... warte, wo bin ich nochmal rein? Bin ich hier rein? Wir können es jetzt so oft machen, wie wir wollen. Nee. Also nicht, dass ich zwischen den Röhren da was verpasst habe. So, was ist hier zum Beispiel? Ich meine, das ist auch so was Komisches. Wisst ihr, so einfach Münzen. Und weiter? Nix? Geheime, unsichtbare Tür? Nein? Auch nicht. Ist auch komisch. Also zwei komische Sachen, die hervorstechen in diesem Level. Und beide irgendwie scheinen nichts zu machen. Das ist echt eine komische Sache dann. So, nochmal. Oder kann der irgendwas mit dem Feuer da machen, dass da irgendwas passiert? Nein, auch nicht. Rein. Bitte. Irgendwie klappt es nicht. Keine Ahnung. Wo könnte ich denn hier ein Secret Exit nicht gesehen haben? Oh Mann, da habe ich echt ganz schön zu suchen. Ich glaube, das werde ich ja nach der Aufnahme hier anfangen zu suchen. Da oben oder so? Ich meine, wenn ich jetzt hier alles töte, habe ich ja auch nichts davon. Ich kann mich hier oben drauf stellen. Aber auch das bringt nichts. Wow. Okay. Die anderen Secret Exits waren verglichen ziemlich leicht zu finden. Und das hier ist schon so was Eigenes. Guck mal, das Level ist leer, weil ich einfach alles gekillt habe, was hier einfach nur unterwegs ist. Gut, das nicht.
Ah. Gib her. Was ist hier, Mann? Hier ist doch irgendwas oder sollte irgendwas sein. Ich weiß es nicht. So, wir räumen jetzt das ganze Level einmal leer. Aus Prinzip. Aus Protest und Prinzip. So. Zwar habe ich die Gegner ja schon getötet, aber ich war in der Röhre drin. Dadurch sind die neu gespawnt. Nee, aber es hat ja auch keinen Sinn. Ich glaube, dann mache ich jetzt hier Aufnahmeende und dann suche ich mal. So wie ich jetzt gerade auch am Suchen bin. Weil... Also alle Indizien, die für ein Secret Exit sprechen, habe ich schon kontrolliert. So alle beide, die mir zumindest suspekt vorkamen. Und mehr kann ich nicht machen. Das heißt, Start Select, raus hier. Und ich hoffe, es bis zum nächsten Part rausgefunden zu haben. Und wenn ja, zeige ich es euch. Wenn nicht, dann spielen wir weiter. Aber ich werde schon viel Zeit jetzt investieren, um das zu suchen. Also bis dahin.